Ja, liebe Freunde, da sind wir wieder und ich glaube, es eskaliert doch nicht so sehr. Natürlich, lass uns zurückgehen. Rise of the Sinistrals, Lufia 2. Emily! Ich hatte solche Angst. Jetzt bist du in Sicherheit. Ja, sicherlich. Aber wir haben sie auch gerettet. Kyla! Ich habe ständig an dich denken müssen. Das ging mir genauso. Lass uns zurück ins Dorf gehen. Ja, jetzt holen die wohl alle ihre Freundinnen ab. Außer die Kleine hier. Vielen Dank, Dicker. Weil du mich gerettet hast, möchte ich dich heiraten. Okay. Wirklich? Aber... Lulu. Hey. Ivan. Ich habe mir solche Gedanken, Sorgen um dich gemacht, Lulu. Geht's dir gut? Ja. Es tut mir leid, Dicker. Ich habe vergessen, dass ich bereits mit Ivan verlobt bin. Tschüss. Tja. Naja. Krieger brauchen keine Frauen. Mein Schwert ist meine Braut. Naja. Lassen wir ihn für eine Weile alleine. Aber Maxim... Ich weiß, es geht um das, was Idura gesagt hat, nicht wahr? Die Wiederbelebung von Gaedis und das Werk der vier Höllenfürsten, oder? Als wir mit Gaedis im Westturm von Gordovan kämpften, nannte er sich einen Höllenfürsten. Du denkst also, es gibt noch drei weitere Höllenfürsten wie Gaedis? Ich weiß es nicht, aber Idura sagte, dass die Leute bald die vier Höllenfürsten kennen. Und wir werden sie auch kennenlernen. Ja. Egal ob Höllenfürst oder nur ein Blob, ich kann alle schlagen, ich bin unbesiegbar. Ja, ja, schon gut. Lass uns jetzt zurück nach Narcissus gehen. Okay, also... Turm aufgeräumt, liegt hier vielleicht noch irgendwo ein Schatz? Bevor wir den Fluchtzauber verwenden? Nun gut. Ist hier nicht? Also... Selan, zaubern. Tü-tü-tü. Da ist er. Und wir gehen raus. Zack. Und wir begeben uns per Warp nach Narcissus. Und da sollen wir ja hin. Hup. Hup. Aber jetzt erstmal übernachten. Da ihr die Frauen gerettet habt, dürft ihr hier umsonst übernachten. Sehr nett, danke. Machen wir doch glatt. Sehr nett, der Typ, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht. Zwei Weigengummis und weiter. Da ist nix. Du hast Annas Leben gerettet. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Wie wär's mit 50 Millionen Goldmünzen? Du scheinst sehr mutig zu sein. Bin ich auch. Danke, dass du mich gerettet hast. Mhm. Vielen Dank. Was machst du denn doch bitte auf dem Burg da? Wir sahen eine Frau im obersten Stock des Turms. Die Frau sagte, sie wolle nach Kumabi gehen. Kumabi? Kumabi. Wo ist Kumabi? Wohin jetzt? Bringen wir mal nach Gruberia. Da waren wir ja noch nicht. Wir wollen uns die Anhöhle anschauen, genau. Wollen wir mal schauen. Vielleicht kommen wir von da aus nach Kumabi. Ich weiß ja nicht, wo Kumabi ist. Aber jetzt gehen wir erstmal nach Gruberia. Mal gucken, ob wir da irgendwas anfangen können. So. Wir schauen uns erstmal in Gruberia um. Vielleicht können wir da Ausrüstung kaufen. Nicht wahr? Könnte ja alles sein. Wir sind in Gruberia. Ja, das sehe ich. Okay. Mal schauen, was wir hier noch so bekommen. Da ist nichts im Laden. Eine Kneipe. Laden! Hey, rein da. Hallo. Bringt mir gar nichts. Waffen? Pff, 0815. Alles 0815, was die hier haben. Naja, macht ja nichts. Wenn ihr die Anhöhle erstmal betreten habt, wird sie euch ziemlich lange festhalten. Wir werden die Anhöhle auch noch nicht betreten. Werdet jetzt erstmal hier einen zweiten Safe-State sehen. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier dann eventuell die Anhöhle machen werde. Hast du alles erledigt? Wohin geht es jetzt? Ja, gehen wir wieder nach Narcissus. Wir müssen erstmal gucken. Gut, lassen Sie den Kontinent Osten besuchen. Wie wir nach Kumabi kommen. Weil da soll ja jemand sein. Wollen wir mal schauen, ob uns eventuell jemand Auskunft gibt darüber.
Oh, diese scheiß Weingummis machen süchtig. Naja, egal. Ja, jetzt sind wir wieder da, müssen gucken, vielleicht kann uns irgendjemand hier sagen, wo, wie wir nach Kumabi kommen. Ja, das wissen wir schon, dass wir dich gerettet haben, dass du dich bedankst, ja, schön und gut. Vielleicht kann der Opa uns was sagen, oder hier, er hier. Der Kerl, der im Neuturm war, scheint nach Kumabi gegangen zu sein. Kumabi, wo ist Kumabi? Eines Tages werde ich so stark sein, wie Lulu und Lulu beschützen können. Mhm, genau. Hallo, die Frauen sind wieder zurück, das ist toll. Ja, für dich ja, du alten Greis, du alten Greis. Ich möchte ein großer Erfinder werden, so wie Lexis. Lexis? Ihr kennt ihn nicht? Er ist der genialste Erfinder unseres Jahrhunderts. Zurzeit befindet er sich in Kytos, östlich von hier. Ich habe ihn leider noch nicht persönlich kennengelernt. Ah ja, östlich. In Kumabi verkündigt ein Verrückter den Leuten, dass das Ende nahe sei. Aha. Warum wird mir nicht gesagt, wo Kumabi ist? Das gefällt mir nicht. Hier waren wir schon. Ich weiß nur, dass wir in Kytos einen Kerl namens Lexis treffen werden. Den kennen wir ja schon aus dem Vorspann. Naja, macht ja nichts. Macht ja nichts, macht ja nichts. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Osten. Tü-tü. Och, wieder Schlachtbäume, auch was süß. Nehmen wir das gleiche mit euch. Eisenklaue. Bam. Weg. Bam. Weg. Und jetzt komm. 150 reicht das? Nö. DK, werd doch mal schneller. Verdammt nochmal. Ey. Weg damit. So. Gut. Aufwecken wieder bekommen für eventuelle Einschlafereien. Ist das hier Kytos? Kumabi! Ein Licht wurde vor einigen Tagen bei dem Tempel im Norden gesehen. Es war ein tolles Spektakel, fast wie zu Silvester. Ah, jetzt ja. Sehr toll. Ruf mich, wenn ihr was gefunden habt. Immer noch nichts für uns. Oder? Ne, das sind Kampfwaffen. Hey, Klingenrute! Sehr, sehr schön. Rüstung, Eisenhemden. Opti-Mopti. Metallpanzer. Ach. Ja, warum nicht? Läuft. Fliesenhelm. Felshelm. Stahlhelm. Opti-Mopti. Langschild. Silberschild. Alles da. Alles mit wunderschöner Verzierung. Gut. Haben wir das auch beseitigt, das Problem. Und die Kirche müssen wir nicht, aber wir wollen uns erstmal ein bisschen umfragen. Ob ihr dem Tempel jetzt wirklich ein Überwesen lebt? Nö. Ich will auch zum Tempel in den Norden, dort ist bestimmt was los. Naja, ob da was los ist, kann ich nicht sagen. Was sagst du? Ich wollte zum Tempel, doch es gab zu viele Monster. Ach, jetzt ja. Zaubersprüche. Wir haben enorm gute Zauber. Stimmt. Das ist sogar wahr. Gutball. Tornado stärker. Fokus! Das ist sofortiger Tod. Ein sehr nützlicher Zauber. Sog, auch sehr nützlich. Ich habe gleich schon kein Geld mehr. Vitalis. Das ist, glaube ich, alle Status-Elemente. Oder weck dich und deine Freunde wieder auf. Ah, jetzt ja. Okay. Jetzt haben wir wieder einiges an Geld ausgegeben. Aber es muss ja sein. Und schauen wir mal in diese Hütte rein. Vor einigen Tagen sah ich ein merkwürdiges Paar zum Nordtempel laufen. Gleich danach ein mysteriöses Licht. Aha. Turm im Norden. Gehen wir mal da rein. Nordtempel Kunabi, Kumabi. Ich habe ein ungutes Gefühl. Bitte seid vorsichtig, wenn ihr geht. Ja, werden wir auch sein. Löwen. Löwen. Bin ich überhaupt schon hier richtig? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich bin hier zu früh. Aber egal, ich werde diesen Kampf auf jeden Fall nochmal gegen die Löwen zu Ende führen. Und dann werde ich schauen, wo ich hin muss. Ach ja, sind sie lästig. Lästig und schnell kaputt. Maxim ist aufgelevelt. An dieser Stelle sehen wir uns dann das nächste Mal am Eingang dieses Tempels wieder. Wenn es heißt, Let's Play Lufia Rise of the Sinisters. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr. Erstmal noch ein bisschen heilen, bevor ich ausschalte. Und das mache ich nämlich jetzt.